Sehr verehrte, liebe Anwesende, es ist in gewisser Weise eine besondere Freude und Ehre, nun über Rudolf Frieling zu sprechen, den dritten Erzoberlenker der Christengemeinschaft, in diesen Tagen zu sprechen, dieser besonderen Zeit des spirituellen Christentums zwischen Ostern und Pfingsten. Vor 100 Jahren hielt Rudolf Steiner eigentlich seine ersten beiden Vorträge über die sogenannten Lehren des Auferstandenen und hat sehr deutlich gemacht, dass der Kern, das Zentrum des esoterischen Christentums jene Lehre sei, die Christus, der Auferstandene, seinen initiierten Jüngern in diesen 40 Tagen nahegebracht hat, über die Evangelien wenig verzeichnen. Es ist eine sehr besondere Zeit Richtung Himmelfahrt und Pfingsten. Und es hat sich nun so gefügt, nicht so beabsichtigt, aber so gefügt, dass das nun die Zeit für den Vortrag, den Beitrag über Rudolf Frieling geworden ist. In gewisser Weise, und das wurde ja vielleicht deutlich durch die Darstellung, ist Friedrich Rittelmeier immer die Vatergestalt dieser Bewegung für religiöse Erneuerung geblieben. Und er ist schon damals den Menschen so erschienen. Eine väterliche Gestalt mit all auch der Verantwortung, die es bedeutet, Vater zu sein. Durchaus auch der Schwere dieser Aufgabe bewusst, angesichts der großen Geschichte des Christentums, auch der Orden, des christlichen Abendlandes, auch in seinen besten Vertretern im 20. Jahrhundert mit sehr jungen Menschen eine Bewegung für religiöse Erneuerung verantworten zu dürfen. Diese Verantwortung ist oft schwer auf Dr. Rittelmeier gelastet, mit seiner ungeheuren Gewissenskraft auch gegenüber der Vergangenheit. Und sie führte ihn ja auch in schwere Jahre hinein, wenn wir denken, dass er 1938 gestorben ist, 5 Jahre unter dem NS-Regime, eine christliche Erneuerungsbewegung zu leiten. Wenn wir an den Abend über Emil Bock zurückdenken, für die, die da gewesen sind, da wurde auch eine Gestalt eines spirituellen Zukunftswillen ansichtig, unvergleichlich. Wenn man menschenkundlich Friedrich Rittelmeier ein wenig als das Haupt der Christengemeinschaft sieht und insofern auch die Vergangenheit in sich tragend, war in Emil Bock von Anfang an ein ungeheurer Zukunftswillen bemerkbar. Nicht nur Willenskraft in einem stürmischen Sinne, sondern spiritueller Wille. Auch Unerschrockenheit, etwas Tollkühnes mitunter. Und über Rudolf Frieling zu sprechen, betrifft die Mitte und im Grunde das Herzorgan der Christengemeinschaft. Er stand in der Mitte mit diesen ganz besonderen Fähigkeiten, Seelenkräften, auch einer ganz besonderen Sanftmut. Er schrieb einmal, sanftmütig im Sinne des Evangeliums ist, wer die Gewalten des Seelenlebens vom Geiste aus zu beherrschen und zu befrieden vermag. Ich möchte in einem ersten Schritt ein wenig über sein Personsein, seine Wirkung auf Menschen berichten, wissend, dass viele von Ihnen, die hier sitzen, ihn gekannt haben, ich aber nicht. Insofern berichte ich nicht aufgrund von persönlichen Erlebnissen, sondern aufgrund der Erinnerungen von Menschen und eines gewissen inneren Eindrucks. Ich möchte dann in einem zweiten Schritt etwas zu seiner Lebensgestalt, wir nennen das gemeinhin Biografie, die Geschichte, die ein Mensch geschrieben hat, etwas sagen und dann drittens auch ein wenig
zu der Zukunftskraft, die auch in ihm lebte, in einer ganz besonderen Weise. Von diesen dreien ist mir Rudolf Frieling als derjenige deutlich geworden, der den Abgründen mit am direktesten ins Auge sah. Rudolf Frieling, auch durch seine lange Zeit in New York, war sich der Weltenauseinandersetzungen hinreichend bewusst. Er war ein sanftmütiger Vertreter eines apokalyptischen Christentums. Und in gewisser Weise sind manche seiner diesbezüglichen Aussagen und Perspektiven die heutigsten überhaupt. Aber ich beginne mit dieser wunderbaren Ausstrahlung seines Wesens. Als er da starb, schrieb Johannes Lenz, er sei in das Epiphanias-Licht hineingestorben. Denn in der Tat, sein Weggang von Erden oder sein Verlassen dieses Leibes war in dieser Zeit, dieser Epiphaniezeit. Aber man hatte immer schon irgendwie einen Epiphanias-Eindruck, wenn man sein Wesen betrachtete. Bei ihm wurde das Wort vom Gnadestern irgendwie nahezu ansichtig oder eben ein Licht, ein Gnadenlicht eines Christussternes war um diesen Menschen, auch in seinem Herzen. Und was in der Epistel der Epiphaniaszeit noch erklingt, ist ja unter anderem die Demut. Er hatte so etwas stark in sich. Ein Wissender dieses Gnadenlichtes und wie ich meine, eine Schutzgestalt der Christengemeinschaft für die nicht einfachen Zeiten, vor denen wir stehen, aber wohl nicht nur der Christengemeinschaft. Im Kultus der Menschenweihehandlung ist ja an einer gewissen Stelle auch davon der Rede, von denen eben, die uns vorangingen und deren Hilfe wir ja dringend bedürfen, ihrer schützenden Kraft dringend bedürfen, um deren Erstrahlen da gebeten wird. Und vielleicht auch in den letzten 2 Monaten ist es wieder näher gekommen, diese Ohnmacht der Menschen, dieses eigentlich Unlösbare der Situation, in der Europa und vielleicht noch über Europa hinaus viele Dinge, Vorgänge sich befinden. Es wirkt nicht lösbar. Man braucht schon viel Zukunftsmut und Vertrauen, aber vielleicht auch etwas, wie Frieling es einmal nannte, einen Anker im Übersinnlichen, um nicht zu verzagen im Hinblick auf die Perspektiven. Und es ist schon eine religiöse Option, sich betend zu vereinigen, eben mit Menschen, die in einer ganz besonderen Weise dieses Christuswesen und die Christuskraft in sich zum Leben aufriefen. Ich meine, dass wir also eben uns nicht in einer geschichtlichen Besinnung nur befinden, wenn wir heute Abend uns etwas um Rudolf Frieling hier vereinigen wollen in Stuttgart, dem Ort, wo er so lange wirkte, wo er auch gestorben ist, sondern im Grunde, also nicht nur an ihn denken, sondern spirituell gesprochen, uns auf den Weg machen, dass er unserer gedenken kann. Die Lebenden brauchen die Verstorbenen im Sinne des esoterischen Christentums mindestens so sehr wie umgekehrt. Also diese Bewegung hin zu ihm, jetzt einmal seiner irdischen Gestalt, verstehe ich durchaus auch als eine Zukunftsbewegung. Und natürlich kann es nicht Aufgabe eines solchen Abendes sein, ihn zu verklären, aber doch in das Licht der Erkennbarkeit zu setzen, wie Rudolf Frieling einmal nicht im Hinblick auf sich selbst geschrieben hat. Also wir nähern uns langsam, aber sicher einem Menschenwesen an, das, wie die Leitung der Christengemeinschaft zu seinem 80. Geburtstag geschrieben hat, ein Menschenwesen, das die stille und stärkste Kraft der Liebe
als Priester und Mensch darlebte. Er hatte tiefe Quellen, Rudolf Frieling, in seiner Wesenheit. Das war sehr deutlich, wenn man ihn erlebte, auch wenn man ihn nur in seinen Schriften erlebte. Ich war sehr dankbar, schon als Student, als die 4 Bände seiner gesammelten Aufsätze erschienen und später auch noch ein schmaler Band, der auch noch gekommen ist. Dieser Quellgrund von Glaube und Friede, das war in ihm. Ich habe ihn immer als eine Lichtgestalt der Christengemeinschaft, aber nicht nur ihrer, erlebt. Und wenn man sagt, der anthroposophischen Bewegung, ist das vielleicht immer noch zu eng gefasst. Eine Lichtgestalt des Menschlichen im 20. Jahrhundert überhaupt. Rudolf Frieling zitierte einmal aus einem Werk Goethes: Es könnte wohl sein, dass das innere Licht einmal aus uns heraustrete, dass wir keines anderen mehr bedürften. Das konnte man mitunter an ihm erleben, diesen Eindruck, dass das innere Licht heraustritt. Seine erste Predigt als geweihter Priester der Christengemeinschaft in Leipzig war über die Verklärung des Christus, Jesus. Dieses Lichtmotiv spielte eine große Rolle in seinem Leben. Und seine Vorträge, die ich nicht gehört habe, aber beschrieben empfand, war oft so, dass wie ein Lichtreich einbrach in den Raum der Hörenden. Ein ganz besonderes Licht. Aber es war immer das Licht des Bewusstseins. Es geht uns ein Licht auf, das heißt, wir werden erkennende Wesen. Inge Töns schrieb in einem Nachruf, ein wenig Frieling auch wie den Vorhang aufziehend, wie auf der Sixtina in Dresden, wie er zur Seite gezogen wird. Und dann eigentlich Maria und der kommende Christus ansichtig werden. Es ist erstaunlich, was Rudolf Frieling mit Vorträgen, mit Aufsätzen einen sehen lehrte in den Evangelien und auch sonst im Leben. Christus konnte wie zur Erscheinung kommen. Er konnte das Licht der reinen Phänomene sprechen lassen, wie Gisbert Husemann einmal gesagt hat. Ein Götternist im Bereich der Hermeneutik, der Evangelienkunde, ein erleuchtetes Christentum konnte man an ihm erleben. Er hat selber den Begriff einmal gebraucht und gesagt, ein Christentum der Erleuchtung ist wieder möglich geworden. Und einem solchen Christentum der Erleuchtung will auf ihrem besonderen Felde auch die Christengemeinschaft dienen. Auf ihrem besonderen Felde. Es ist noch größer, das Christentum der Erleuchtung, das besondere religiöse Feld. Aber dieses Licht des Bewusstseins war eben bei ihm immer mit einer ganz besonderen Liebeskraft verbunden. Rudolf Steiner schrieb am 4. Januar 1925 in seinen Leitsatzbetrachtungen: Das Ereignis von Golgatha ist eine freie Tat, die der Weltenliebe entstammt und nur durch die Menschenliebe erfasst werden kann. Ein Meditationssatz, wenn man so möchte. Die der Weltenliebe entstammende Tat dieses Sohnes Gottes, den Durchgang durch den Erdentod, die Auseinandersetzung mit dem Fürsten dieser Welt. Und um dieses Mysterium zu verstehen, müssen wir in erster Liebe Menschenliebe, erleuchtete Menschenliebe aufbringen. Er hatte eine ungeheure Liebeskraft, Rudolf Frieling, verbunden mit einer außerordentlichen Logoskraft.
Er war ein Meister der Sprache. Wenn es im Kultus heißt, dass durch Christus gereinigte Wort etwas von dieser Reinheit war in seiner Sprache, auch in seiner Schriftsprache. Ein sehr besonnener, sehr vertraut, sehr vertrauensvoller und gewissenhafter Umgang mit der Sprache. Er konnte so sprechen, dass sein Segen mit seinen Worten verbunden war, auch wenn er nicht der segnende Priester war, der er auch war, aber schon als sprechender Mensch, auch als schreibender Mensch, war ein Segen über seiner Tätigkeit. Er war verbunden nicht nur mit der Sprache, sondern mit der wesentlichen Kraft der Worte, der lebendigen Sprache. Er war als ein gebildeter, hochgebildeter Mensch auch in vielen Hochsprachen zu Hause, eigentlich in den religiösen Hochsprachen der Menschheit. Das heißt im Hebräischen, im Griechischen, im Lateinischen und im Arabischen. Aber er nahm eben auch, wie Andreas Weimann schrieb, die Sprache beim Wort. Darüber wäre viel Tiefgehendes zu sagen, Sprache überhaupt und seinen Umgang mit ihr, auch seinen Weg über das Wort zum tieferen Lesen in den Evangelien, verbunden mit seiner Musikalität oder Frieling und seinem Zahlensinn. Er hat ja viele kompositionelle Zusammenhänge im Evangelium, in den Evangelien aufgezeigt. Er war ein Lehrer des Sehens. Wenn man es bei ihm gelesen hat, wunderte man sich nur, dass man es sich selber schon gesehen hatte. Die sieben Worte am Kreuz. Weil wir gerade aus dieser Osterzeit kommen, wie er sie in ihrer Komposition ansichtig macht, auch in ihrer Chronologie, welches auf welches wohl gefolgt sein muss. Und wie am Ende diese drei ersten fast horizontalen Worte und die vier kommenden vertikalen wie ein Kreuz dastehen. Die drei Worte, die eigentlich an die Mitmenschen gerichtet sind. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, im Hinblick auf die Mörder. Aber auch das Wort zum Mitsterbenden, noch heute wirst du in meines Vaters Reich sein. Und das Wort zu Maria und Johannes, drei, die in die menschliche Gemeinschaft gehen, und dann vier, die sich dem Vater Gott zuwenden. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, aber wenn man es einmal nur als Beispiel bei Rudolf Frieling gelesen hat, wunderte man sich oder auch nicht. Wortsinn, Sprachsinn, Sinn für Musikalität, Zahlensinn. In einem seiner ersten Schriften für die von Friedrich Doldinger herausgegebene Reihe »Christus aller Erde« hat er auch ein Kapitel Heilige Zahlen. Das war sehr besonders. In seinen Studien findet man die Sanftmut verbunden, aber mit einer großen Sicherheit. Er war geistig schon sehr, sehr sicher, ohne behaupten, spekulativ, etwas mit großem Wurf, wie manchmal Emil Bock, einfach hinzustellen, hat es Rudolf Frieling immer eigentlich sehr aus den Inhalten heraus entwickelt, aber dann schon sehr entschieden. Johannes Lenz schrieb, dass in Rudolf Frieling ein Urchristsein sichtbar geworden sei. Wir erlebten ihn, so Johannes Lenz, wie einen ursprünglichen Zeugen des Christentums. Damit ist viel gesagt.
auch seine Verbindung zu den ersten Jahrhunderten nach der Zeitenwende, diesem verschütteten Urchristentum, von dem Rudolf Steiner sagte, das ist unermesslich wichtig, dass wir das wiederfinden, was in historischen Dokumenten zugedeckt ist und ab dem 4. Jahrhundert immer kleiner gemacht wurde, gerade das Vermögen, aus der Gnosis kommend, aus dem Platonismus kommend, das Mysterium von Golgatha eigentlich mit Begriffen, die aus dem Mysterienwissen kommen, verstehen zu lernen. Die Gnosis hat sich mitunter in der Höhe verloren und ist nicht bis zum Physischen der Erde gekommen, aber es war ein großer Ansatz. Aber eben auch im Neuplatonismus, Plotin und sein Lehrer Ammonius Saccas, auch Iamblichos, alles diese Geschehnisse der ersten Jahrhunderte, wie wenig ist davon geblieben jetzt in der Theologie des 21. Jahrhunderts? Vor 100 Jahren sprach Rudolf Steiner intensiv darüber in Vorträgen, die er in Goetheanum hielt, die nicht unser Thema heute Abend sind. Rudolf Frieling hatte eine Beziehung dazu. So bescheiden, fast schüchtern er mitunter in Erscheinung trat, so sehr er sich zurücknahm als Persönlichkeit, umso mächtiger war doch die Größe auch seines Wesens. Aber er beugte sich hinunter. Man denkt sofort an Morgensterns Dankesgedicht, aber man denkt auch an einen Menschen wie jenen aus Assisi. Auch Rudolf Frieling hatte eine ungeheure Liebe zur Schöpfung. In Manhattan, als er da jahrelang in Amerika wirkte, schrieb er einen wunderbaren Aufsatz einmal von Bäumen, Brunnen und Steinen in den Erzvätergeschichten. Mit dieser geschöpflichen Natur außerordentlich verbunden. Man merkt es auch in seinen Übersetzungen und Erläuterungen zu den Psalmen Davids. Er konnte mitten auf der Straße stehen bleiben und einem mit ihm Gehenden sagen, es wäre doch unfassbar die Qual und das Leiden der Tierwelt. Es sei so schlimm, als hätte es nie einen Franziskus gegeben. Manche erlebten ihn wie einen modernen Franziskaner. Modernen, denn es gibt kein Zurück, es geht weiter. Aber diese besondere Sanftmut war wie bei Franz von Assisi auch mit einer starken Kraft verbunden, einer großen Individualität. Er schrieb einmal einen Brief an Friedrich Rittelmeier, er schrieb viele Briefe an Friedrich Rittelmeier, wo er ihm einen Traum schilderte, eine Audienz beim Papst. Er fragte, was ich gegen die Kirche hätte. Ich sagte, dass mir das Römische fatal sei, das Romanum. Und damit ist viel ausgesprochen von dem, was eigentlich das Christentum klein machte, statt groß, spirituell gesehen. Diese Verquickung mit Macht und alles, was damit verbunden ist. Er war eher die Gestalt eines Seelenhirten, ein Seelenhirte der Christengemeinschaft. Und der damalige Vorsitzende der Anthroposophischen Gesellschaft, der ihn gut kannte, Manfred Schmidt-Brabant, schrieb nach seinem Tod, er, Rudolf Frieling, wird als Hüter jeden begleiten, der auf dem Weg der Verinnerlichung den lebendigen Christus sucht. Das ist natürlich im Grunde eine kolossale Aussage, wo man sich fragt, woher nahm Herr Schmidt-Brabant diese Sicherheit zu sagen, er wird jeden begleiten, der auf dem Weg der Verinnerlichung den lebendigen Christus sucht. Aber er hatte offensichtlich so einen großen Eindruck von Rudolf Frieling. Denn die Menschen, die auf dem Weg der Verinnerlichung den lebendigen Christus suchen, die sind nicht alle unter uns, in einer unserer doch sehr kleinen, in unseren kleinen Zusammenhängen, sondern die sind ja auch ganz woanders, auch in ganz anderen Konfessionen.
Er hat ihn als einen solchen Seelengeleiter verstanden. Bruder Frieling wirkte oft nicht ganz erdenfest. Er hatte vom Gangbild her sehr anders als Emil Bock. Es war eher ein wenig schwebend, vorsichtig, wachsam, wie er sich auf der Erde bewegte. Man konnte mitunter sehen, dass er relativ viel Zucker in den Kaffee tat, was Anstoß erregte. Und er sagte dann, oh, wissen Sie, es liegt an meiner Ich-Organisation, sie ist etwas schwach ausgefallen. Ein Mann Gottes, das war deutlich. Und ein großer Lehrer des Christentums. Von dem müssten die sprechen und tun es ja mitunter auch, die ihn erlebten, nicht weit von hier, am Seminar. Oder Frieling als Lehrer. Leicht gebeugt trat er in den Raum, setzte sich und holte das griechische Neue Testament aus seiner schmalen, braunen Tasche. Er saß vor uns und schaute oft wie durch die Schüler hindurch, wenn sich Wort um Wort aus der erstarrten Buchstabenform löste und uns aufging. Aus dem Griechischen schöpfte er wie aus seiner Muttersprache. Es ging ihnen auf. Er kam morgens und mitunter waren nicht alle da, sondern kamen erst so langsam die Studierenden. Er guckte dann etwas verwundert und fragte, ob es ihnen recht wäre, wenn man morgen am nächsten Tag 5 Minuten später beginne, dann würde er die Zeit nützen für seine Korrespondenz. Am nächsten Morgen waren sie alle da. Und er sagte, warum sind Sie denn so vorwurfsvoll pünktlich? Ein Erzieher, der mit 2 solchen Sätzen, vorwurfsvoll pünktlich und seine Post, es war alles deutlich. Es liegt an meinem Urchristentum, sagte er und blickte auf seine Uhr. Also das, was Andreas Weimann so wunderschön in seinem kleinen, schmalen Buch, ist gar nicht so klein, über Rudolf Frieling neben anderem herausgearbeitet hat, dieser feinsinnige Humor dieses Menschen, gehört natürlich ganz zu diesem Wesensbild. Und selbst da, als er dann in diesem langen, langen, schweren Krankenlager so betreut von Edelgard Grosse-Braukmann und Barbara Kocsi. In diesem langen Krankenlager konnte er eben noch in einem Brief schreiben, RF, das ist nicht mehr Rudolf Frieling, das ist Rest Frieling. Also auch da, wo es eigentlich gar nichts mehr zu lachen gab, immer noch leuchtete das mitunter auf. Aber doch wirkmächtig. Als der 100. Geburtstag Rudolf Steiners war 1961, hat die Anthroposophische Gesellschaft in Berlin einen großen Kongress gemacht und den Hauptvortrag hielt wie oft Rudolf Frieling für die Anthroposophische Gesellschaft. Und der regierende Bürgermeister von Berlin damals war so beeindruckt, dass er den Wortlaut dieses Vortrages gerne haben wollte. Es war immerhin Willy Brandt. Da war noch anderes möglich in Europa, in diesen Jahren und auch den Jahren, die dann kamen. Es ging in diesem Vortrag übrigens um Selbstlosigkeit, nicht um Ichlosigkeit.
aber um erkennende Selbstlosigkeit. Frieling sagte unter anderem, die Rettung vor dem Egoismus liegt nicht in der Ichlosigkeit, sondern in der Aufrichtung eines selbstlosen Ichs. Vieles wäre zu seinem Wesen und natürlich auch zur Schicksalsgestalt seines Daseins zu bewegen. Wir wollen ein wenig jetzt auf sein Leben blicken, auf die Biografie. Denn erst im Erleiden und Gestalten von Schicksalen wird der Mensch allmählich zu dem, was er werden soll, schrieb Frieling 3 Jahre nach dem Ende des furchtbaren Zweiten Weltkriegs. Erst im Erleiden und Gestalten von Schicksalen wird der Mensch allmählich zu dem, was er werden soll. Der 23. März war sein Geburtstag. Wir haben ihn dieses Jahr in der Christengemeinschaft in Leipzig bedacht, ein Abend über Rudolf Frieling an seiner Stätte. Es ist nun 121 Jahre her, 1901. Er kam in eine ganz und gar religiöse Familie hinein. Der Vater, Rudolf Frieling der Ältere, protestantischer Pfarrer. Seine Mutter, Maria, Sohn war Tochter eines berühmten Kirchenrechtlers der Universität Leipzig. Er ist wunderbar groß geworden, die ersten Kindheitsjahre, Schlossgut Rüdigsdorf südlich von Leipzig. Wunderschöne Zeit, und dennoch war seine erste bewusste Erinnerung eine schwierige. Es war der Tod seiner jüngeren Schwester, Maria, die an Maria Lichtmeß geboren worden war, war im Alter von 2,5 Jahren gestorben nach einer Impfung an einem strahlenden Sonntag. Es war der 25. September. Viel Einsamkeit im Garten, Mutter oft krank. Und die Erinnerung war die an die Bestattung. So weit kam er in seinem inneren Rückblick. Erste klare, bewusste Erinnerung. Und zwar an die mantrische Formel der Liturgie. Erde zu Erde, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Und dass es der Onkel auf dem Rückweg vom Friedhof noch einmal vor sich hin sagte, diese fast magische Kraft dieser Worte, magisch-mantrische Kraft der Worte, sagte er, habe ihn durchzuckt. Es war der Beginn seiner Kindeseinsamkeit, der Tod von Maria und auch das Miterleben, wie die Mutter über diesen Tod nie hinwegkam. Sie war oft krank, es wurden noch Brüder geboren, Söhne, eine wunderschöne Familie. Und Maria, ja, man hat ihrer immer gedacht. In unserem Esszimmer hing das vergrößerte Bild des verstorbenen Kindes und half das Bewusstsein wachhalten, dass mit ihrem Sterben etwas Wesenhaftes in die seelische Atmosphäre jener ländlichen Jahre eingetreten war. 7-jährig der Umzug nach Chemnitz, der Vater in neuer Stellung, ein Anstaltsgeistlicher. Rudolf Frieling in drastischer Formulierung, er habe diesen Weg in die Stadt, den Umzug, wie eine Hinrichtung erlebt. Also schon Zäsuren auch. Er sagte eben, erst im Erleiden und Gestalten von Schicksalen wird der Mensch allmählich zu dem, was er werden soll, aber das betrifft schon Kinderschicksale. Und wir auch haben ja die letzten 2 Monate viele Kinderschicksale auch wieder vielfältig ein wenig miterlebt. All das wird sich ja einschreiben in diese Biografien.
Beim Vater hat er Unterricht in Religion, wie auch anders. Genesis. Und ähnlich wie das Kind Goethe, liebt er es auch, in seiner Fantasiewelt sich religiös-kultisch zu betätigen, dieser junge Rudolf Frieling. Er baut sich eine Klause, er spielt Mönch zu sein, Kerzen, Räucherwerk, Glocken. Ein Bruder sagt, Rudolf spielte unsere Spiele nicht mit. Mit 12 Jahren entdeckt er den katholischen Kultus. Und etwas ganz Tiefes in seiner Seele resoniert. In humorvoller Form schrieb er einmal an seinen Christengemeinschaftsmitpriester Pauli: Ich für meine Person dürfte im letzten Leben wohl an der Reformation unschuldig gewesen sein. Nur durch Aufwachsen in einem protestantischen Pfarrhaus wurde ich gerade knapp am Wiederkatholischwerden verhindert. 1957, da war er schon 56 Jahre alt. Also der Humor, auch in so einer nicht ganz ungewichtigen Mitteilung, blieb. Ein sensibles, ein schwermütiges Kind, das sich früh mit dem Koran auseinandersetzte, auch. Ein Einzelgänger, primus omnium in der Schule, schreibt in einem herrlichen Brief an die Großeltern über das Griechisch-Examen, wo der Prüfer mehr Angst gehabt hätte als der zu Prüfende. Sehr hart für ihn im Jugendalter war die Begegnung mit der Theologie, der modernen Theologie, die für ihn eigentlich die Evangelienwelt zerstörte, indem sie ihm jeden historischen Wert absprach dieser Welt. Und der Vater sah, was dieser Junge leidet, der noch nicht konfirmiert war, und gibt ihm in dieser Zeit als Vorbereitung einen Aufsatz von einem protestantischen Pfarrer, in dem doch andere Aspekte, Perspektiven zumindest auch da waren. Es war Friedrich Rittelmeier. Und ab dann begann Rudolf Frieling ab 1915/16 jeden Aufsatz zu verfolgen, den dieser Pfarrer aus Nürnberg und dann ab Sommer 1916 aus Berlin veröffentlichte. 1917 gelingt Friedrich Rittelmeier ein erster Aufsatz über Rudolf Steiner in der sehr verbreiteten Zeitschrift Christliche Welt. Und ab dann beginnt Rudolf Frielings Studium der Anthroposophie. Akribisch. Tacobay hat einmal erzählt und auch aufgeschrieben, er hatte die Theosophie-Ausgabe von Rudolf Frieling. Und Rudolf Frieling hat alle Neuauflagen, die Veränderungen in sein Buch eingetragen. Rudolf Steiner hat ja kein Buch so sehr überarbeitet wie die Theosophie. Und es gibt ja eine wunderbare Studienausgabe, wo all die Veränderungen untereinander geschrieben sind. Da kann man sehen, wie er feilt und arbeitet. Aber Rudolf Frieling hat das schon damals gemerkt und hat immer Freude an jeder Veränderung und hat die Veränderungen auch noch systematisiert nach Terminologie, exaktere Fassung, vorsichtiger und nüchterner, menschlicher Auslassungen. Also so ging einer auch an Rudolf Steiner als Schriftsteller heran, der noch nicht 20 Jahre alt war. Mit 19 macht er dann Abitur, um direkt in Rostock sein Theologiestudium zu beginnen. In dem Jahr, wo das Goetheanum eröffnet wurde als freie Hochschule für Geisteswissenschaft, wird er im Sommer von einem Professor gewarnt, dringlich Abstand zu nehmen von diesen anthroposophischen Studien. Rittelmeier wäre darüber geisteskrank geworden, wäre nun in einer Irrenanstalt in Schlesien. Frieling schreibt an den Nürnberger Verlag von Rittelmeier, ob das denn stimmt. Ich glaube an die Nürnberger Redaktion der Christlichen Welt und bekommt einen Antwortbrief von Julia Rittelmeier. Es wäre nicht so.
Friedrich Hiddelmeier hatte einen Sturz, Sie wissen es, im Gebirge, war nicht ganz gesund, aber das betraf die Gliedmaßen und nicht seinen Geist. Daraufhin und in seinem Ringen mit der Anthroposophie schreibt Rudolf Frieling einen langen Brief an Friedrich Hiddelmeier. Der ist vollständig zum ersten Mal veröffentlicht worden von Rudolf Gädecke in seinem ja vor einem halben Jahr neu aufgelegten Buch über die Gründer der Christengemeinschaft, diese Einzelbiografien. Das lohnt sich immer wieder nachzulesen. Dieser erste Brief des jungen Frieling, der gerade einmal 19 Jahre ist, an Pfarrer Rittelmeier, der mit den Sätzen beginnt: Sehr geehrter Herr Pfarrer, bitte verzeihen Sie, dass ich als wildfremder Mensch auf Sie dieses briefliche Attentat mache. Ich bin mir bewusst, dass es zumindest etwas aufdringlich ist. Aber es ist nicht der Einfall eines Augenblicks. Nach langem Abwarten sehe ich jetzt keinen Ausweg, als an Sie zu schreiben: Ich bin Theologe, es handelt sich um Steiner. So beginnt ein sehr langer Brief, wo Rudolf Frieling schreibt, er beschäftige sich nun seit Jahren mit der Anthroposophie und er verdanke ihr unglaublich viel, auch Dr. Frielings eigenen Schriften. Und dennoch komme er nicht über manches Befremdliche hinweg, womit er es schwer habe. Er nenne Beispiele, die zwei Jesusknaben. Und auch ob Golgatha und das Leiden nicht doch sich verflüchtige in dieser Theoanthroposophie. Und wo eigentlich das Gnadeerlebnis eines Luther sei in diesem Weg zur Selbsterlösung und wie es überhaupt mit dem Verhältnis zu Gott in dieser Anthroposophie sei. Und er könne doch nicht einfach nur das herausnehmen aus der Anthroposophie, was ihm zusage, und das andere beiseiten lasse. Und wie damit umgehen, es lohnt sich, das in Toto nachzulesen. Er habe oft für Rudolf Steiner schon, habe sich eingesetzt an der Universität, in den Schutz genommen. Er setze große Hoffnungen auf die Anthroposophie und dennoch, nicht stört mich mehr die Seelenwanderung und auch nicht das absonderliche kosmische Bild, auch nicht die Beschaffenheit mancher Steiner-Anhänger. Es handelt sich nur um die Christologie und was damit zusammenhängt. Die Frage, was ich nun von Jesus Christus zu halten soll, ist mir keine akademische Doktorfrage. Rittelmeier ist angeschlagen, wie gesagt, nicht geistig, aber kräftemäßig. Und er lässt erstmal zwei Aufsätze seine Frau an Rudolf Frieling schicken und bittet Emil Bock, seinen jüngeren Kollegen, auch sich einzuschalten. Ich glaube, es ist ihm sofort deutlich geworden, nach diesem Brief, das ist ein Gegenüber, ein großes. Diese zwei Aufsätze sind nicht die Antwort, aber Frieling dankt nach der Lektüre und sagt, dass Steiner als Mensch jedenfalls für ihn nun unantastbar dastehe und dass die Vorwürfe von theologischer Seite größtenteils auf Missverständnissen beruhen. Vieles andere bleibe für ihn noch offen, aber er habe wieder Mut zur Anthroposophie bekommen und sei sehr, sehr froh, dass er seine Kraft nicht für eine aussichtslose Sache verschwende. Der letzte Satz ist auch noch schön. Mit nochmaligem besten Dank für die Güte, die Sie einem ganz unbekannten und obskuren Menschen erwiesen haben. Ja, was war eigentlich an Rudolf Frieling obskur? Die Schilderungen gehen dahin, ein sehr langgewachsener, großgewachsener, überschlanker Student mit einem großen Hut und einer schweren Büchertasche. Das ist ja vielleicht noch nicht so sehr verwunderlich. Aber er wirkte auf seine Umgebung eben doch etwas merkwürdig. Also des Merkens würdig, um jetzt bei Goethes Formulierung zu bleiben, bemerkenswert. Johannes Werner Klein sucht den Frieling auf, weil er hörte, der interessiert sich
als Theologiestudent für Anthroposophie und er möchte die alle sammeln für einen Kurs mit Rudolf Steiner. Also einem fremden Studenten, schreibt Klein, stieg ich in Marburg auf die Bude. Frieling war von Rostock nach Marburg gewechselt und nahm ihn trotz des großen Risikos und trotzdem er mir eigentlich mehr dumm als gescheit erschien, einfach mit nach Stuttgart. Es war Rudolf Frieling. Also zu diesem ersten Treffen der Theologiestudenten im Juni 1921 in der nahe hier gelegenen Landhausstraße mit Rudolf Steiner. Borchert, Martin Borchert, ein Mitstudent, sagt erläuternd, es waren seine Hosenbeine etwas zu kurz. Seine Arme ragten aus den Ärmeln. Sein Kragen war aber umso höher. Sollten wir den einladen zu dem Kuss, schaden kann es schließlich nicht. Es hat auch nicht geschadet. Schreibt Borchert spät, als Frieling schon Erzoberlenker war. Gut, das kann man sagen, ist die Kleidungsfrage. Und wenn man weiß, wie arm manche Menschen aus 1921 waren. Aber Frieling war extrem schüchtern und unsicher, fast ein wenig linkisch damals. Er wusste eigentlich gar nicht so recht, wie sich in so einer Gesellschaft zu benehmen. Aber gut, sie haben ihn immerhin mitgenommen nach Stuttgart. Und da wird Bock deutlich, das ist der, dem ich doch hätte antworten sollen. Und sie lernen sich in der Waldorfschule kennen, denn da treffen sich die Studierenden vor dem Treffen mit Rudolf Steiner in der Landhausstraße. Und am Abend ist eine Eurythmieaufführung am ersten Abend, wo sie sich kennenlernen in der Wilhelma. Und Bock wandert mit Frieling dorthin. Auf dem Weg zur Wilhelma konnte ich mit Frieling die von ihm aufgeworfenen Fragen durchsprechen, wobei sich erstaunlicherweise zeigte, dass in diesem schüchternen Jüngling ein überaus lebendiger und heller Genius wohnte. Erstaunlicherweise, schreibt Bock, also auch da schon der Brief an Rittelmeier konnte einem, falls Bock den gelesen hat, ja, da hat man es mit jemand zu tun. Aber die Erscheinungsform war irgendwie suchend, tastend. Rudolf Frieling hat schon bei dem ersten Treffen mit Rudolf Steiner und dann bei dem Folgekurs in Dornach sehr, sehr deutlich und sehr klar und sehr früh gesehen, dass das die Zukunft ist. Und er hat sich schon in Dornach zu der kleineren Gruppe dazugesellt, die deutlich gemacht haben, wir beginnen das. Und als er später noch mal gebeten wurde, bei einem Memorandum zu unterschreiben, dass es ihm ernst sei, schrieb er, aber das habe ich schon in Dornach gesagt. Er sieht überhaupt keinen Sinn darin, zweimal Menschen nach ihrer Überzeugung. Und dann schreibt er in diesem sogenannten Memorandum zur Frage des Zeitpunktes, natürlich wäre es mir sehr lieb, wenn ich etwas älter und reifer in die Arbeit trete, als ich heute bin. Das Gefühl von grünen Jungenhaftigkeit liegt mir oft schwer auf der Seele. Aber ich sehe ein, dass die Zeitlage ein baldiges Anfangen verlangt. Auch bin ich mir klar darüber, dass der Augenblick nie kommt, wo ich mir sagen würde, jetzt bist du reif dazu. In Breitbrunn, bei diesem Treffen in der Nähe von Michael Bauer und Margareta Morgenstern, die berühmte, den meisten gut bekannte Klausur vor dem Gang zur Gründung nach Dornach, also Sommer 22, da tritt er nicht groß in Erscheinung, Frieling, im Hintergrund wie so oft. Und doch sein Referat über Dionysius Areopagita, über Plotin, über den Neuplatonismus. Das ist eigentlich dieses Urchristentum, in dem er sehr sicher zu Hause war. Und interessant ist auch das berühmte Gruppenfoto. Wenn Sie ihn suchen, Sie finden ihn in der Mitte. Diesen ganz bescheidenen Menschen, den man vielleicht in der hinterletzten Reihe, seltsamerweise, er steht in der Mitte. Neben Kurt Theodor Willmann und Friedrich Doldinger. Ja, er ist sehr, sehr jung.
Wir waren doch viel zu jung, sagte er später manchmal. Es war doch eine Art Kinderkreuzzug. Auch im Hinblick darauf, dass sie nicht ganz hinreichend verstanden, was auch nicht ganz leicht zu verstehen ist, wie Rudolf Steiner eigentlich das Verhältnis der Christengemeinschaft zur anthroposophischen Gesellschaft und anthroposophischen Bewegung positioniert wissen wollte. Und Frieling sagte, wir hielten uns in gewisser Weise im Sinne dieses sogenannten französischen Kurses über Philosophie, Kosmologie, Religion für dieses religiöse Zentrum der Anthroposophie. Rudolf Steiners Begriff des Religiösen war weiter, hat Frieling später bemerkt. Das nimmt nichts an der Aufgabe der Christengemeinschaft. Wie er dieses Verhältnis genau auszutarieren wusste, das, ja, bis heute ist das ja eine große Herausforderung. Und Frieling sagte, nicht nur die anthroposophische Gesellschaft hat es nicht verstanden, wir auch nicht. Aber wir waren auch im grün-jungenhaften Aufbruch. Das galt natürlich nicht für einen Friedrich Rittelmeier, aber schon für ihn selber, meinte er. Wobei er war nicht im luziferischen Rausch. Also es gab ja junge Priester, die, aber so hat er nicht sich gesehen. Er begann ja in Leipzig, seiner Heimat. Es begann ja sehr großartig. Und bei der ersten großen Menschenweihehandlung zur Weihnachtszeit waren 100 Menschen da. Aber dann brannte das Goetheanum ab. Und davor war ja dieser Vortrag von Rudolf Steiner über die so klare Scheidung der Bewegung, dass ein Jahr später noch 2 Menschen an Weihnachten da gewesen sind, weil die Anthroposophen alle weggeblieben sind. Jetzt hatten sie es so verstanden, dass wir nichts damit zu tun haben sollten. Man neigt ja etwas zur Radikalisierung von singulären Zitaten Rudolf Steiners. Das ist nicht unbedingt förderlich der Entwicklung der Anthroposophie. Aber es war auch immer nicht ganz leicht, mitunter ihn richtig zu verstehen. Jedenfalls, es war niemand mehr da. Es war wirklich niemand mehr da, fast niemand. Also von 2 kann man auch nicht leben. Es war ganz schön schwer für ihn und seinen Kollegen, sich durchzuschlagen in Leipzig. Rudolf Köhler hieß der Mann. Wir gingen in die Häuser bis in den 3. und 4. Stock und warfen unsere selbstgefertigte Einladungen zu Vorträgen in den Briefkästen uns unbekannter Leute. Es kam niemand. Die einzige Einladung, die sie je bekommen hätten, wäre für einen Verein für Antinikotiniker gewesen. Frieling habe eine fulminante Rede gehalten vor Männern, so Köhler, die vielleicht merken, dass dies nicht das einzige Ideal sein könne, das die Welt rettet. Aber es ist auch niemand gekommen. Frieling schreibt an Rittelmeier, Stimmung umgekehrt proportional den Verhältnissen. Er macht seine Promotion, Dr. Phil. Nun bin ich nicht mehr ein reiner Tor, nun ein Doktor, schreibt er an Rittelmeier. Er kommt nach Mannheim. Persönlich fesselt mich viel an Leipzig, eben zu viel. Deshalb möchte ich unbedingt weg. Abgesehen davon, dass der Prophet in der Heimat nie etwas gilt. Er verstand das Priestertum als Zigeunerberuf, wie er seiner verlobten und baldigen Frau Margarete in einem Brief liebenswürdigerweise 1953 noch schrieb. Ein Zigeunerberuf. Sie hat manches an seiner Seite erlebt. Mannheim, Heidelberg. Die Trauung war fulminant. Es waren immerhin 25 Priester anwesend. Das lag deswegen daran, dass sie an einer Synode in Berlin, in der Singakademie, von Dr. Rittelmeier getraut wurden. Sie war immer an seiner Seite bis zu seinem Tod.
Eine einmalig zarte, edle Lebensgemeinschaft, schrieb Clara Kreuzer. Rudolf Frieling in einem Brief im Weltkrieg: Meine Tätigkeit und du, Margarete, das sind die beiden Säulen, auf denen mein Leben ruht. Mannheim, Heidelberg, Nürnberg, deswegen Clara Kreuzer. Und von Nürnberg dann ging es nach Wien. An Rittelmeier schreibt er: Nach dem relativ schnellen Wechsel Leipzig, Mannheim, Nürnberg, wo mein Schicksal anhand des Alphabetes vorschritt, also L, M, N, habe ich den Eindruck, hier einmal Wurzeln schlagen zu können. Und so war es auch. Rudolf Frieling war in Österreich, in Wien, auch in Mödling sehr zu Hause. Diese Wärme, diese Menschlichkeit. Auch da war es abenteuerlich am Anfang. Im Dachatelier eines Bildhauers zelebrierten sie, dann im Keller eines Geschäftshauses, in dem auch ein obdachloser Zigeuner lebte, der immer dann den Raum verließ für die Handlung und dann wiederkam. Köhlers Kohlenkeller-Katakombe nannte Frieling diese Kirche, also noch mehr Ks als nur zwei. Er wohnt im Studentenwohnheim anfänglich. Dann kann er dann aber doch ein Zimmer bekommen mit seiner Frau in Mödling und auch Köhler. Aber diese europäische Chance, dieses Osteuropa, Westeuropa, Mitteleuropa, dieses Übergängliche, dieses Österreichs, das ging ihm nahe. Das kann einem ja auch sehr nahe gehen. Ich möchte daran erinnern, an Pfingsten 1922, vor 100 Jahren, der größte Kongress der Anthroposophischen Gesellschaft mit dem Titel West-Ost zur Überbrückung westlicher und östlicher Weltgegensätzlichkeit. Es war irgendwie merkwürdig, wo dieser österreichische Kanzler als erster zu Selenskyj und Putin reiste. Er wird wahrscheinlich nicht viel bewirkt haben, aber es wirkte ein wenig wie ein letzter Abglanz einer großen Möglichkeit, die einst vor dem Ersten Weltkrieg vor allem mit diesem Vielvölkerstaat verbunden war. Wie hat Rudolf Steiner darum gerungen, dass Österreich seine Aufgabe wahrnimmt? Und als Frieling kam, da war das schon vorbei, aber immer noch so berührt von dem, wie Osteuropa da anwesend ist. Er lernt Tschechisch, um in Prag Tschechisch zelebrieren zu können. Hier treffen sich die Völker. Man hat schon den Ausblick auf den Balkan und die slawische Welt. Die Arbeit geht voran. Es kommen mehr Menschen. Er schreibt im Priesterrundbrief: Wir haben schon mal mit Stolz einen Ohnmachtsanfall verzeichnen zu können bei Vorträgen. Alle Stühle waren besetzt, die Leute mussten stehen und einer fiel in Ohnmacht. Also ein Erfolgsbeweis der Fülle. Frieling war jemand, der sprechen konnte. Köhler schreibt über seine, er nennt das impulsierende, seelenführende, gemeindebildende Vorträge. Nichts Betuliches, aber eben doch Gemeinschaftsbildung, Seelenführung und zugleich impulsierend. Er wird gebeten, eine noch größere Verantwortung in der Christengemeinschaft einzunehmen, nachdem eine Katastrophe im Grunde geschehen ist, dass Johannes Werner Klein die Christengemeinschaft verlässt. Das war ein ungeheures Geschehen damals. Aus dieser Leitung heraus, gehend, ganz gehend, am Ende zu den Nationalsozialismen gehend, Jahre später. Und Frieling rückt nach. Er schreibt in diesem Jahr 1929: Im Bereich des Sonnenherzens Christi trägt einer des anderen Last. Wahre Gemeinschaften offenbart sich, wo Schuld
durch Vergebung in Liebe verwandelt wird. Vergeben aber ist nicht nur ein Auslöschen, es ist etwas Positives, es ist ein Schenken. Vergeben kann nur, wer einen inneren Reichtum hat, wer Böses in Gutes umlieben kann. Das ist der eine Frühling, der diesen Ton anschlägt, wie mit so etwas umzugehen ist. Und dann gibt es wiederum den Humoristen, der intern, aber ich darf das hier zitieren an dieser Stelle, in dem Rundbrief an die Kollegen schreibt, dass er zugesagt hat, diese Aufgabe auf sich zu nehmen, der Lenkerschaft, also dass der Missgriff Frieling, er schreibt Missgriff Frieling, also von ihm bestätigt wird. Und zwar deswegen, weil dem Missgriff Frieling ein viel ärgerer folgen könnte, wenn er ablehnen würde. Und die mich in diesem Fall treffende Mitverantwortung will ich nicht tragen. Ich will, wenn es schon sein soll, lieber auf eigenes Konto entgleisen, als mit gebundenen, von mir selbst gebundenen Händen das Entgleisen des Nächsten ansehen zu müssen, an dem ich ja mitschuldig wäre durch meine Weigerung. Heute ist es besser, durch ein Ja als durch ein Nein schuldig zu werden. Und die Götter verzeihen eher, wenn man sich zu viel zutraut, als umgekehrt. Denn im ersteren Fall kann es immer noch dadurch gut ablaufen, dass man, um jetzt einen Gemeinplatz nicht zu scheuen, mit seinen größeren Zwecken wächst. Also wenn einer sich so vorstellt, seinen Mitbrüdern und Schwestern, ja, also darin ist seine Qualität verborgen. Es ist ja nicht nur humorvoll, sondern auch noch ernst gemeint. Und im Übrigen ist das wahr. Wir wissen heute auch aus der modernen wissenschaftlichen, psychologischen Forschung, dass nichts mehr bereut wird am Lebensende als das ungelebte Leben. Nicht die Fehltritte, sondern die Nichttritte. Die Situation, wo wir nicht aufgestanden sind, wo wir nicht Einspruch erhoben haben, wo wir eigentlich etwas hätten sagen müssen oder unsere Liebe bekennen oder was auch immer, unseren entschiedenen Widerstand, die Unwahrheit aufdecken oder die Wahrheit, wo wir es nicht getan haben. So etwas wird bedauert im Lebensrückblick aus dieser sozusagen auch statistisch abgesichert, dagegen das, wo ich mich überschätzte, gut oder eben. Ja, wunderbar, wie er das macht, und ab dann ist er in dieser Mitverantwortung, die immer größer wird für die Christengemeinschaft. Ich übergehe nun manches mit Blick auf das Urchristentum, aber ich habe gar keine. Es ist schön in Österreich, aber dann kommt in Deutschland der Nationalsozialismus. Ich übergehe seine wunderbaren Aufsätze. Frieling schreibt über den Heiligen Berg im Alten und Neuen Testament, über die heilige Zahl im Johannesevangelium Anfang der 30er Jahre. Es kommt die Machtergreifung in Deutschland erst einmal. Er ist zu Besuch in München. Mit einem Bruder zusammen gehen sie an der Feldherrenhalle vorbei. Da muss man die Hand zum Gruß heben, er aber nicht. Der Bruder schreibt, wir hatten Angst, dass er auf der Stelle verhaftet wird. Aber er sah gar nicht hin und sagte nur, ich grüße keine Götzen. Noch geht es in Österreich. Aber es kommt dann 1938. Es ist überhaupt ein dramatisches Jahr. Es stirbt an Frielings Geburtstag Dr. Rittelmeier. Und kurz vorher war noch ein Wiener Kollege bei Rittelmeier in Hamburg, um zu fragen, wie sie jetzt nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht und diesen scharfen Auflagen eines Verbotes der Teilnahme der jüdischen Mitglieder an der Menschenweihehandlung, wie sie weiter vorgehen sollen. Oder wenn dieses drohende Verbot umgesetzt würde, was sie machen sollten. Was schon da war, war das Verbot bei den Vorträgen.
Daran hielten sie sich noch und Frieling hielt dann immer extra Vorträge für die jüdischen Mitglieder, geheim. Aber jetzt drohte das auch im Kultus zu sein. Und da sagte Dr. Rittermeier, dann hören wir auf. An dieser Stelle endet jeder Kompromiss. Auch nicht um des Erhaltens willen. Das war mit das Letzte, was Friedrich Rittermeier gesagt hat. Der Kollege kommt zurück und erzählt davon und zugleich kommt die Nachricht vom Tod Dr. Rittelmeiers. Das hieß aber, Emil Bock tritt in die Arbeit ein. In Österreich wird es immer schlimmer wie in Deutschland. 1941 dann nach der Aktion auch gegen die anthroposophische Bewegung und andere geheimwissenschaftliche Betätigungen wird die Christengemeinschaft verboten. Und Frieling droht die sofortige Einbeziehung in die Wehrmacht, eher beim Militär. Er kann sich noch einmal schützen oder man schützt ihn, indem er untergebracht wird. Er bekommt eine Stellung unverzichtbar beim Denkmalamt der Stadt Wien. Das zu schützende Denkmal war ich selber, sagte er. Er sei unter Denkmalschutz gestanden. Es geht nicht lange gut, also er macht seine Arbeit ganz prächtig. Es geht um die Baugeschichte wichtiger Häuser und so, für die österreichische Kunst, Topografie. Aber irgendwann, ja, er muss zur deutschen Wehrmacht. Er schafft es gerade noch, in eine Sanitäterausbildung zu kommen. Er nennt das einen Sanitäter-Schnellsiedekurs, den er noch absolvieren kann. Denn es ist ganz kurz. Man wird blitzschnell Sanitäter. Aber immerhin, er konnte ab dieser Zeit, eigentlich in dieser militärischen Zeit, fast als Samariter wirksam werden. Behandlung von Verwundeten und Hilfeleistungen aller Art im Lazarett. Ja. Und er ist an einem guten Ort lange Zeit, ein Fliegerhorst in der Steiermark, Zeltweg. Da gibt es einige Briefe aus dieser Zeit. Er arbeitet an den Psalmen unter anderem. Doldinger hatte ihn darum gebeten. Lebt in einer ziemlich rauen Umgebung bei den Kameraden. Alkohol, Militär. Auf einem Kameradschaftsabend sollte jeder den größten Witz der Weltgeschichte erzählen. Ich sagte nur, dass ich hier bin. Alle waren still. Ja. Oder er schreibt schon gar starr. Ja. Dennoch war er in seiner ganzen Eigentümlichkeit geschätzt. Wie auch anders konnte man diesen Menschen als lieb haben. Es wäre noch manches aus der Militärzeit zu berichten, vor allem das Wundersame, dass er Rudolf Steiner noch einmal näher trat, auch topografisch. Das ist eben das Besondere, auch bei diesem Dreigestirn der ersten drei, Friedrich Rittelmeiers tiefe Beziehung zu Rudolf Steiner. Ich schilde das hier nochmal vor Jahren, diesen Weg mit Rudolf Steiner. Emil Bocks Weg mit Rudolf Steiner. Und später der Biograf Rudolf Steiner, der erste. Und hier in diesem Rudolf Steiner Haus und diesem Saal über Rudolf Steiners Biografie sprechen, bis hin zu Felix Kogutski, wie niemand vor ihm. Und in gewisser Weise auch wie niemand nach ihm, mit einem besonderen Vermögen. Und jetzt Rudolf Frieling, der natürlich schüchtern die Kurse hörte und Steiner studierte, aber plötzlich wird er jetzt abkommandiert und findet sich in Neudörfel wieder und in Potschach und geht jeden Tag, über zwei Wochen, jeden Tag den Schulweg von Rudolf Steiner von Neudörfel nach Wiener Neustadt und wieder zurück, weil er immer verwundet, Verletzte dorthin begleitet und lebt in diesem Dorf. Ganz tief nochmal dieses Wiener Becken und vor allem Rudolf Steiner auf sich nehmend als Kind, um dann, ich möchte fast sagen, katapultiert zu werden, nördlich von Berlin, Zossen, Döberitz, Guben, da ist er eigentlich fast an der Front.
kaputte Häuser, Leichen, Brände, Verwundete, Elend. Da war es fast um ihn geschehen. Er schreibt später einmal, aber hat es wahrscheinlich in dieser Stunde schon so gedacht: Es soll auch uns, wann immer uns Schweres bevorsteht, möglich werden zu sagen, aber dazu bin ich ja in diese Stunde gekommen. Bei ihm führt es nicht in den Tod, sondern in eine längere Kriegsgefangenschaft, allerdings nicht russisch, sondern englisch. Und ich glaube, ich erzählte hier schon in dem Vortrag über Emil Bock, dass Emil Bock ihn dann zurückholt. Also es scheitert erstmal alles, Frieling da rauszukriegen, bis Bock auftritt und sagt, das ist unser zukünftiger Bischof. Das war ja auch so, nur dass der Begriff anders. Ja. Denn natürlich hat er schon bei Amtseinsetzung Rudolf Frieling als seinen Nachfolger bestellt. Ja. Die Nachkriegsjahre, auch da wäre viel zu berichten, auch gerade wie sie zusammen riesige Vorträge hielten, das machen wir uns heute gar nicht mehr ganz klar, dass sie damals mitunter vor 1.000, 2.000 Menschen in Berlin sprachen. Diese Offenheit für den Geist in den ersten Nachkriegsjahren in noch fast zerstörten Gebäuden. Aber diese Zeit ungefähr bis zur Währungsreform und manches, was dann ab 48 kippte. Also kippte natürlich in vieler Hinsicht auch in manches Gute. Man sollte ja vielleicht nicht nur das Gericht halten über dieses Nachkriegsdeutschland, aber die Entwicklung geht natürlich in eine neue Ökonomisierung, Westbindung, Wiederaufbau. Für mich unvergesslich als Schüler noch, als ich im Gymnasium war und damals ein Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß im Wahlkampf sagte, ein Volk, eine Nation, die diesen Wiederaufbau geschafft hat, hat ein Recht, nie mehr etwas von Auschwitz hören zu müssen. So was sagte damals immerhin ein CDU-CSU-Kanzlerkandidat. Und er hat manches gesagt, dieser Mann, der kein Nazi war. Aber dieser Elan im Grunde auf Kosten von historischem Gewissen, aber ich würde auch sagen auf Kosten von Geistoffenheit, ähnlich wie 89, jetzt ja 33 Jahre her. 89, 33 Jahre nach 1956, 33 Jahre nach 1923. Immer große Möglichkeiten im Hinblick auf Mittel-, West-, Osteuropa. Frieling hat in dieser Situation gewirkt nach dem Krieg. Es war manches möglich, große Vorträge. Aber übrigens auch Frieling, der dann an seine Frau schreibt, den Kollegen gefiel es sehr gut, aber die haben manchmal so ein treffsicheres Urteil für das Verkehrte, dass es mich nur mäßig tröstete. Also selbst die großen Vorträge, er blieb immer so selbstkritisch, ob es denn hinreicht, wer man ist und was man sagt. Und was die Christengemeinschaft vermag. Für Margarete war alles gut, bis er von einer Besprechung zurückkam und sagte, es geht jetzt nach New York für ihn. Das war für sie vollkommen absurd, einen Menschen wie Rudolf Frieling nach New York, Manhattan, zu entsenden. Möglicherweise sagte sie, habt ihr völlig den Verstand verloren. Amerika wird nicht zu vermeiden sein, schreibt er dann nochmal von einer Reise. Vielleicht 2, vielleicht 5 Jahre. Ja, später wurde von Robert Göbel gesagt, einer musste in die Wirksamkeit in die USA hineingeopfert werden. Das Los traf Rudolf Frieling. In gewisser Weise dieser zarte, auch genuiner, ja, nach Österreich, Mitteleuropa, Wien, da gehörte er so sehr hin. Und plötzlich ist er in Manhattan
Seine Schiffskabine teilt er mit zwei katholischen Priestern, was ihn sehr amüsiert. Und dann lebt er inmitten der Wolkenkratzer von Manhattan. Abenteuerlich. In der Nähe einer riesen Baustelle, einem unglaublichen Getöse von Presslufthämmern, Baumaschine kann das wunderbar brieflich beschreiben, die Menschenweihehandlung. Aber er sagt, naja, um weiterzukommen, muss man eben lernen, in der Bahnhofshalle von Grand Central Station zu meditieren. Sonst ging es eben nicht weiter in der sich so entwickelnden Welt. Die war damals noch voller, die Bahnhofshalle, als heute, weil, als es noch voll in Betrieb war. Es gibt wunderbare Briefe von ihm, kann man bei Andreas Weimann nachlesen, aus dieser Zeit. Auch wie das ist mit diesen kleinen Kirchen, mit diesen riesigen Wolkenkratzern. Diese Wolkenkratzer, weil, schrieb er in einem Brief, das seien gleichsam Willensexplosionen von unten her, Energieprotuberanzen, die von der Erde her emporschießen. Die Kirchtürme von New York sind sozusagen entwertet und tonlos gemacht in der Ausdruckskraft ihres Emporragens. Sie kommen damit gar nicht zu Worte und wirken mitleiderregend und arm. Kirchen müssten hier eine ganz andere Architektur haben, um neben den Wolkenkratzern mit ihrer verweltlichten Höhendimension noch etwas zu besagen. Sie müssten wie Umhüllungen eines gehüteten Raumes der Innerlichkeit sein. Und dieses mit diesem gehüteten Raum der Innerlichkeit, das wirkt vielleicht pietistisch, möchte ich in diesem Lande von Oetinger und Hahn und Bengel sagen, war aber, genau wie bei Oetinger, nie so eng pietistisch, sondern hatte bei Frieling eine kosmische Dimension. Einmal schreibt er in diesen Jahren über den Kultus, mit dem neuen Lebenskreis des Kultus hat es eine besondere Bewandtnis. Er ist uns mit dem Christus gemeinsam. In dem Maße, in dem wir uns in diesem Bereich einleben, in dem auch der Christus wohnt, werden wir erfasst von den heiligen Rhythmen seiner göttlichen Lebensbewegung, die sich seit Golgatha immer mehr der Erdenwelt mitteilen möchte. Und je mehr wir mit dem Christus in dieser Weihesphäre zusammenleben, desto mehr werden wir auch fähig sein, all die anderen Lebenskreise mit seiner Kraft zu durchdringen. Und diese Kultuskraft, wenn auch in geschützter Innerlichkeit, aber dann eben sich ausbreitend, ließ ihn vollkommen Ja sagen zu seiner Existenz in New York. Sie, seine Frau, konnte nach- oder mitkommen. Und er war sehr gerne dort, eigentlich. Interessant, seine letzte Tat dort war eigentlich eine Art Entgegnung gegen die UN-Vorhaben einer Fixierung des Osterfestes. Das ist ja eine alte Diskussion, man kann ja bei Wilhelm Hörner viel darüber lesen und anderen, welche Katastrophe das fixe Osterdatum wäre. Aber schon immer in dieser arimanisch berechneten Welt wollte man das. Interessant, dass es immer noch nicht so ist. Und Frieling schreibt gegen die UN an. Natürlich hätte er da keine Chance gehabt mit seinem Text. Aber es ist interessant, wie diese zarte Erscheinung in diesem Imperium doch vielleicht eine gewisse Wichtigkeit hatte. Er war gerne dort und er kam dann hierher auf Bitte von Emil Bock in die Ameisenbergstraße nach Stuttgart, weil er sich vorzubereiten hatte für das, was dann ja am 24. Februar 1960 Realität wurde, nach dem überraschenden Tod von Emil Bock 2 Monate zuvor, nämlich die Übernahme, die Erhebung zum Erzoberlenker am Tag der Bestattung seines 90-jährigen Vaters Rudolf Frieling. Auch bemerkenswert, aus so einer Familie kommend an diesem Tag wiederum Asche zu Asche
Staub zu Staub, Erde zu Erde. Robert Göbel hat gesagt, er habe das Amt mit Zittern und Zagen angetreten. Ob es nur so war, wer weiß. Mit Sicherheit war er sich der Überforderung, die darin per se liegt, bewusst. Aber er war kein schwacher Mensch. Und er war viel größer, als manche dachten, womit ich nicht Herrn Göbel meinte, sondern man konnte Frieling auch unterschätzen. Er war nicht nur ein Humorist und ein ungeheuer liebenswürdiger Mensch und ein feinsinniger Bibelhermeneut, sondern er war eine große Individualität wirksam auf Erden. Und er war die richtige Wahl, ohne Zweifel. Und er trug dieses Amt und er stand in der Mitte der Christengemeinschaft. Bei Johannes heißt es, in eurer Mitte steht der, von dem ihr kein Wissen habt. Das kann man nicht ganz auf diese Situation beziehen. Und doch ein wenig auch der unerkannte Rudolf Frieling. Ich glaube nicht unter den damaligen Mitpriestern, aber die Unterschätzung von Frieling, sie sollte uns nicht unterlaufen für die Zukunft. Diese Mitte ist eben mit das Wichtigste überhaupt in der Welt sowieso, aber eben auch im Wesenszentrum des Einzelnen. Nicht umsonst hat Rudolf eine Mittelpunktsplastik im Goetheanum geschaffen. Er stand jetzt in der Mitte der Priesterschaft. Sie ist wie ein Gefäß, schreibt er, das eine gewisse Summe geistiger Wirkkräfte, eine gewisse spirituelle Substanz in sich hat aufnehmen dürfen. Dieses Wesenhafte ist aus einer höheren Welt, den menschlichen Zusammenhängen eingeschiftet worden, zusätzlicherweise. Er wollte diese Priesterschaft hüten und befördern, und er tat es auch auf seine Weise, in wunderbarer Weise, meine ich, soweit ich das beurteilen kann und darf. Dazu gehören ja auch die Priesterweihen. Und von Rudolf Frieling, Weihender, er war wirklich ein weihender und auch geweihter Mensch, ohne Zweifel. Er blieb übrigens auch ein großer Lehrer im Seminar, aber auch durch Texte. Wenn man nur an seine Studien denkt, über auch später noch über Christentum und Wiederverkörperung, Christentum in Islam, 70er Jahre. Es kam ein Einbruch, der erste ganz große. Seine Frau stirbt, ganz überraschend für ihn. Das war schon 1969. Nach 3 Monaten schreibt er in einem Brief, es ist nicht leicht, in eine leere Wohnung nach Hause zu kommen. Der ganze Schmerz nach einer solchen Schicksalsamputation geht erst allmählich im Bewusstsein auf, auch wenn man sich mit allen Kräften an die spirituelle Seite der Angelegenheit hält. Er konnte auch in einem Brief schreiben, dass sie näher als je zuvor ist, denn er meditiere nun so intensiv auf jeder Reise und auch sonst auf sie hin. Also diese Anwesenheit blieb oder intensivierte sich, wie man es ja mit den Verstorbenen auch erleben kann. Und dennoch ist es ein Nachhausekommen ins Alleinige. Das war für ihn rätselvoll. Ich hätte nie gedacht, schreibt er noch 8 Jahre später, dass ich meine Frau so lange überleben sollte. Und vieles, was ich tun müsste in meinem Amt, kann ich nicht mehr tun, bin viel zu müde. 1977 in einem Brief. 1978, nach seiner 167. Konfirmation, stürzte er nicht direkt, aber in diesem Jahr eine Oberschenkel-Halsfraktur. Und damit beginnt eigentlich der Leidensweg im Leib, immer deutlicher werdend. 1980 die letzte Priesterweihe, der letzte Kurs auf einer Synode in Dornach, noch einmal dort. Und dann in Fellbach noch einmal gesprochen bei einer Christengemeinschaftstagung über das zukünftige Suchen wir.
Der Hebräerbrief. Wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Das zitiert noch Maria Darmstädter auf ihrem Weg nach Auschwitz von dem Lager Drancy. Sie hat Rudolf Frieling erlebt in Mannheim, in Stuttgart. Die lange Krankheitszeit und der Tod dann 1986 am Tag nach Epiphanias. Ja, ein paar abschließende Worte, aber gar nicht die Summe dieser Existenz ziehen. Wer könnte und wer wollte auch? Denn im Grunde bin ich der Auffassung, dass seine Wirksamkeit ja weitergeht. Sehr viel weitergeht. Ich sagte eingangs, er blickte so sehr auch den Abgründen entgegen. Er sagte, das 20. Jahrhundert mit all seinen Gefahren und Dämonien könne einen in die Verzweiflung bringen, aber auch in die Nähe einer ganz besonderen Hoffnung, näher an das Geheimnis von Tod und Auferstehung. Der Atomkrieg, der Kalte Krieg und der mögliche Atomkrieg, der mögliche Dritte Weltkrieg war näher als je zuvor. Nun sind wir in einer Zeit, wo er wieder so nahe getreten ist. In so einer Zeit sah er sich gegenübergestellt und er blickte ihr sehr ins Auge. Und er hielt der Erde die Treue. Auf Erden inmitten von Kälte und Finsternis erscheint das Göttliche in Christus und seinem Opfer umso überwältigender. Das Licht, das im Dunkel hervorbricht, die Wärme, die das Eis schmilzt, das ist eine größere Offenbarung, als sie in strahlenden Himmelsweiten möglich ist. Das tiefste Liebesgeheimnis Gottes kommt nicht im Himmel zutage, sondern auf Erden. Frieling, der gar nicht so kraftvoll inkarniert war, ein Bekenntnis zur Erde als Christusstätte, aber eben auch als Auseinandersetzung zwischen Christus und dem Fürsten dieser Welt. Er sagt an einer Stelle schon gar, auf Erden könne Gott noch tiefer als im Himmel erfahren werden. Das ist ein ungeheurer Satz. Und er hat immer wieder gesagt, wir sollten nicht unterschätzen, dass Christus wirklich in das Herz der Erde eingezogen ist. Diese Existenzialität dieses apokalyptischen Christentums und dieses Gestilltsein in eine Weltenzeit jetzt, wo die Menschheit nahe vor Tod als Menschheit steht oder Leben da hinein arbeiten. Die totale Vernichtung von Mensch und Erde ist in den Bereich des Möglichen gerückt. Welt auf der Waage. Das war das Erlebnis Rudolf Frielings in den 60er, in den 70er Jahren. Aber gerade in dieser Zeit mit dem Christentum wirksam zu werden, darin sah er die mögliche Rettung der Menschheit. Nicht durch eine Konfessionalisierung, nicht durch eine Missionierung, aber in einer Besinnung auf dieses esoterische Christusgeheimnis. Christus waltet, so schrieb er, im Bereich des zukünftig Möglichen. Es gehe darum, während unserer Erdenexistenz den Christus zu finden und uns von seinem Wesen durchdringen zu lassen, von diesem Geheimnis des Durchgangs durch den Tod in die Auferstehung, die Ergreifung dieses Christuswesens in der Gegenwart des 20. Jahrhunderts. Die Erhebung des alltäglichen Heute, wie er schreibt, in das Heute der hereinbrechenden Ewigkeit, ist der eigentliche Rettungsweg. Das ist nicht die politische Lösung, aber im Grunde ohne diesen Anker im Übersinnlichen wird die Menschheit in Angst, Panik, Hektik, Agitation mit Sicherheit das Falsche tun.
Also das, was eigentlich geschah an der Zeitenwende, in diesem Durchgang durch den Tod und in dieser Stiftung dieser Auferstehungskräfte, ist als Möglichkeit der Erde einverwoben für Frieling, ist als Kraft anwesend, aber wir müssen sie greifen und mit dieser Auferstehungskraft arbeiten. Wir müssen sie in Wirksamkeit setzen. Sie ist also nicht erlöst, die Erde, aber diese Kräfte der Auferstehung sind da, im Umraum, auch in den Seelen der Menschen. Und das war ja auch in den letzten 2 Monaten erlebbar, an verschiedenen Orten ein völlig überraschender Ausbruch von reinster Humanität. In der unmittelbaren, von Angesicht zu Angesicht, nicht aus politischen Erwägungen, sondern aus elementarster Menschlichkeit, Taten. Rudolf Steiner lehrte, dass dieses ätherische Christuswesen näher trete mit dem Kommen des Bösen. Die Abgründe treten näher, aber auch die Gestalt des Menschheitsrepräsentanten. Aber wir müssen sie auch sozusagen wahrnehmen lernen und müssen den Zugang ermöglichen. Frieling schreibt, das Opfer Christi ist eine übersinnliche Wesensmacht, die in das Menscheninnere hineinwachsen möchte. Dass er bei uns ist, besagt noch nicht, dass auch wir bei ihm sind. Also wie kommen wir in den Bereich dieser todüberwindenden Kräfte, spirituell gesprochen? Wie macht sich die Menschheit auf den Weg? Wenn man das so sieht, ist so etwas wie diese Wirksamkeit, die er versuchte zu entfalten, innerhalb der Christengemeinschaft natürlich etwas ganz Großes im Kleinen. Man könne eine Ahnung bekommen dadurch, so schreibt er, dass es doch noch einmal gut ausgehen könne mit dem Menschenwesen. Wir brauchen einen neuen Glauben, eine Hoffnung an den Menschen als Menschen. Und das sah er eben für möglich an, durch das, was durch eine neue Wissenschaft vom Geist ermöglichend gekommen war. Und auch einen neuen Zusammenhalt der Menschen, erst einmal in den gestifteten Gemeinschaften. Und er arbeitete sehr für etwas, was er nannte Christengemeinschaftsbewusstsein. Womit er keinen Verein meinte und nichts Gemütliches, aber sondern ein Aufgabenbewusstsein. Aber es geht noch über die gestifteten Gemeinschaften hinaus. Sie geht eigentlich in die menschheitliche Gemeinschaft hinein. Aber es wird immer durch das Leid hindurchgehen und durch diesen Schmerz. Durch den hindurch wir allerdings auch das finden werden, was möglich ist. Die Schaffung der Sonnenerde hat er nie aufgegeben als Ziel, bis zuletzt nicht. Und auch ein neues Vertrauen auszubilden, eine Ruhe eigentlich auch im Christusatem zu entwickeln. Einmal schrieb er 1965, die Ruhe, die im Erlernen des Christus-Ich gefunden wird, ist die Befriedigung durch das mehrhaft weit atmende und wogende göttliche Leben und seine feierlichen Rhythmen, wenn der Mensch in seinem innersten Kern in Ordnung gebracht ist durch den Erlöser. Diese Befriedigung ist die wirksamste aller Heilweisen für das vom Sündenfall beschattete und so tiefgehend gestörte und krankgemachtes Seelenwesen des Menschen. Also da sah er doch große Möglichkeiten in der Gegenwart. Und wenn man diese Seite von ihm noch, wenn auch nur andeutend, hinzunimmt, dieses spirituelle Feuer, auch für das spirituelle Feuer des kommenden Christus im Ätherischen, ich glaube, dann kann einem schon deutlich werden, dass dieser Mann in all seiner Zartheit, seiner Friedfertigkeit, seiner Sanftmut, seinem Humor, doch eine dieser ganz großen Gestalten, nicht nur für die Christengemeinschaft, sondern für den,
für das Vertrauen in das Menschsein des Menschen eigentlich sein kann. Das, was früher Heiligenverehrung war, sagte Frieling, dem habe letztlich damals, früher im Katholizismus, eine gewisse Ahnung zugrunde gelegen, nämlich diejenige, dass es in Christo verstorbene Seelen gäbe von starker Leuchtkraft, die nicht so sehr selbst der Hilfe bedürfen, sondern die sich in der höheren Welt so zu Hause fühlen, dass sie gewissermaßen dort die Hände frei bekommen, um ihrerseits den auf Erde Lebenden zu helfen. So verstanden, so gefasst, kann man ihn auch erleben als einer dieser in Christo gestorbenen, verstorbenen Seelen, die sich so zu Hause fühlen in der Welt des Geistes, dass sie die Hände frei haben, um sich zuzuwenden, wenn wir diesen Wegschritt ihnen entgegengehen. Und dafür, meine ich, ist diese Zeit zwischen Ostern und Pfingsten eine ganz besondere. Ich möchte diese Gedenkstunde oder etwas mehr an Dr. Frieling beenden mit einem Spruch aus Wien, nicht von Rudolf Frieling, sondern von Rudolf Steiner, in der Zeit des Wiener West-Ost-Kongresses für eine Frau aus Rom, die offensichtlich ein Gespräch bei ihm hatte. Rudolf Steiner hat viele Menschen damals gesprochen, auch eben ein Seelenhüter. Das ist ein wunderbarer Spruch, eigentlich ein Mantra, wenn Sie so wollen, auch im Hinblick auf Rudolf Frieling und das mit ihm Verbundene. Das bedürftige Menschensein in der Gegenwart und doch auch die Quellen des Lichtes und der Zuversicht, gerade wenn wir jetzt auf Himmelfahrt und Pfingsten zugehen. So möchte ich das beenden, ehe wir dann, ich glaube, noch einmal die Eurythmie sehen, wenn es so ist, ich hoffe. Ja, jedenfalls dieses Europa so verstanden, vielleicht jetzt gar nicht mehr noch so geografisch nur, aber diese Frage dieser Brücke, West-Ost, im weitesten Sinne, die Frage nach dem Menschen in der Mitte, inmitten nahe Abgründe. Ich höre das Sonnenwort. Es spricht, Licht scheine in dein Herz, Herzenslicht. Stärke deine Menschenkraft. Du wirst gesund durch das Sonnenwort.